Nun haben wir schon einige hundert Kilometer über die Schweizer Alpen hinter uns. Zeit für ein paar Worte über die Yamaha MT-09 Tracer. Ich möchte euch nicht mit den technischen Daten langweilen, die kann man ja überall nachlesen. Kommen wir also zu meinem Fahreindruck. Die Sitzposition ist angenehm aufrecht und der sehr breite Lenker mit seinen ca. 90 cm bietet zusammen mit der Sitzposition ein angenehmes Handling. Der Knieschluss ist perfekt und man spürt nahezu keinen Winddruck auf den Beinen. Das Windschild bietet zwar einen guten Windschutz für den Oberkörper, doch ist die obere Kante meiner Meinung nach nur unzureichend gewölbt, sodass am Helm hörbare Verwirbelungen entstehen. Das kann bei zügiger Fahrt dann schnell nerven, aber ich denke, da wird der Zubehörmarkt entsprechend Abhilfe schaffen. Das digitale Cockpit teilt sich in zwei Bereiche, in den großen mit dem Drehzahlmesser und dem Tachometer. Da gibt es noch eine Uhr, eine Tankanzeige. Und den kleinen Bereich, in dem man mehrere Daten sich anzeigen lassen kann und das Menü je nach Bedarf einstellen kann. Es gibt zwei Tageskilometerzähler, einen Gesamtzähler, die Außentemperatur, die Kühlwassertemperatur und noch viele weitere Daten, wie zum Beispiel den Verbrauch, den aktuellen Verbrauch und den Durchschnittsverbrauch. Die unterschiedlichen Informationen lassen sich mit der linkseitigen Wippe durchblättern. Da, wo man sonst eigentlich den Lichthupenschalter findet, befindet sich hier sozusagen die Menüeinstellung. Die Lichthupe wurde in das Abblend- und Fernlichtschalter integriert. Ebenso ist auch der Killschalter mit zwei Funktionen. Nicht nur, dass er sozusagen den Motor stoppt, sondern damit wird der Motor auch gestartet. Da, wo sonst bei anderen Fahrzeugen der E-Starter sitzt, ist hier die Warnblinkanlage. Die Spiegel sind zwar nett anzusehen, leider sieht man außer seiner Schulter fast nichts von hinten. Dafür versprechen die großen Handprotektoren jede Menge Schutz für die Hände, als auch für die Maschine, wenn sie doch mal umfallen sollte. Als Tourer macht die 9er Tracer in meinen Augen eine gute Figur. Der Motor leistet ordentlich Vortrieb und lässt sich auch mal schaltvoll fahren. Die beiden Fahrmodi Standard und A sind teilweise etwas ruppig. Auf engen und unbekannten Straßen ist Modus B immer noch ausreichend, um sportlich aber dennoch sicher unterwegs zu sein. Die ABS-unterstützte Bremse am Vorderrad empfand ich als schlecht dosierbar, sodass schon eine kleine Bewegung am Bremshebel ruckartig für Verzögerung sorgte. Hat man sich daran gewöhnt, kommt man jedoch gut klar. Wünschenswert wäre etwas mehr Bodenfreiheit, dann wäre mit Stollenreifen sicherlich auch mal ein Ausflug abseits der asphaltierten Straßen möglich.